Das ist nett. Das finde ich ja super. Das finde ich ja superb. Vielleicht ein bisschen spät, aber okay, hey. Ja, der Kai scheint sich noch ein bisschen reinzuhängen. Upla, Timer. Der Kai scheint sich noch ein bisschen reinzuhängen, eventuell noch ein bisschen Leben in das Spiel zu pusten. Offenbar ist er auch gerade im Gespräch mit Happy und anderen, um eventuell ein regelmäßiges PvP-Event zu organisieren. Irgend so eine PvP-Arena, die halt eben permanent da ist und wo Leute sich halt eben dann regelmäßig dann auf die Fresse hauen können. Ist zwar nicht das PvP, was sich viele gewünscht haben, aber zumindest PvP. Zumindest mehr als das Mondgate. Von daher bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber das Problem ist halt, solange nicht genau, man nicht genau weiß, was jetzt mit Starbase noch wird in Zukunft, ist das alles nur so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr habt alle. Oh! Und der Meister Opa, Dankeschön für den. Meister Proper, Entschuldigung, nicht Meister Opa. Der Meister Proper, danke für den Follow, willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Asmu, Naben, wie geht's dir? Dann los, gehen wir schon mal rein ins Universum. Und Ulbranium, Naben, na? Hast du es ja doch geschafft. Schön. Hast du aufgeräumt bei euch? Wer Ulbranium nicht kennt, Ulbranium ist einer der Mitglieder von Duratec und da schauen wir heute mal vorbei. Die sind direkt nebenan von. Hallo, Nightshade, grüß dich. Ja, Abend. Die sind ja auch direkt nebenan bei uns. Da können wir mal vorbeigucken, was sie so zu bieten haben. Da gibt es offenbar einige neue Schiffe. Bin ich jetzt mal gespannt, was da tolle neue gibt. So, da haben wir das, da haben wir das. Und Namen Freelancer, grüß dich. Der Freelancer hat mir übrigens meine Schilde fertig gemacht. Das finde ich sehr nett von dir, dankeschön. Dafür habe ich seine Schiffe dann nochmal in den Fly eingetragen, damit das auch steht. Und ich gehe schon mal rüber. Ich habe hier oben die Reconstruction-Maschine. Ich muss das gleich irgendwie Strom einschalten, hat er gesagt. Und aufkommen hast du auch, nein. Ach, du bist leider nicht zu Hause. Okay, alles klar. Dann, wie gesagt, ich wusel mich da schon durch. Ich kenne euch ja. Ihr habt ja mit Sicherheit massive Beschriftungsfelder und alles schick gemacht, so wie im letzten Jahr. Da bin ich also schon mal sehr gespannt. Sollte hier nicht ein Partybus sein? Also er hat mich hier spawnen lassen, aber der Partybus ist weg. Ach nee, jetzt kommt die Blume, jetzt kommt... Irgendwas stimmt mit Pferdi nicht. Ups. Da ist der Partybus, sehr schön. Ja, es ist ein bisschen wie Mikado gerade, ein bisschen ins System gefallen. Hast du gerade Zeit zum... Hast du gerade so ein Blatt geholt? Nice. So, jetzt muss ich irgendwie Strom einschalten, meinte er. Wo mache ich denn das? Hast du irgendwo einen Stromschalter? Okay. Alles klar. Autostrom ist verbaut. Sehr schön. Dann brauche ich mich darum nicht zu kümmern. Wunderbar. Umso besser. Hast du gerade Zeit, den Räumfahrzeug und das Lasergerät nochmal neu zu sortieren? Oder ist gerade schlecht, weil du bist, weil du unbeschäftigt bist? Und wer das Crazy Race machen möchte, ne? Also diesen Vier-Mann-Race, bitte beim Freelancer auch melden. Der organisiert den ganzen Spaß. Wir haben hier auch irgendwo ein Fahrstuhl. Hier ist ein Fahrstuhl. Der bringt mich schon direkt runter zum Testgelände. Was ist denn das da unten? Was steht denn da unten gerade noch? Bist auch du? Hä? Was hast du denn da abgestellt für ein Gerät? Das ist der Fahrstuhl. Okay, der fährt uns ja runter, alles klar. Und was ist das? Ach so Mini-Abschleppe für das Pferdchen, alles klar. Verstehe. Der Pferdekarren quasi. So. Dann müssen wir, fangen wir erstmal mit dem Räumfahrzeug an, warte, machen wir das mal wieder schick.
Du hast, du ganz stressig, du kannst das, also von mir kannst du nicht stehen lassen. Hat mich nur gewundert, was das ist. So. Okay, Damage Freelance ist gleich hier. Ansonsten ist aber, glaube ich, noch. Sind Schiffe von uns, die spawnen? Nee, alles noch da, ne? Also, permanent verschwunden ist noch nichts, oder? Da ist die Dings. Plasmabox. Plasmabox, Räumfahrzeug, Laser. Der und. Ja. Also, meine 5 sind noch da. Sehe jetzt auf den ersten Blick auch nichts, was fehlt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sind bei dir unten nochmal Sachen verschwunden oder ist das da auch wieder alles schick? Alles wieder da? Aber die unten meinst du jetzt, oder? Nicht hier oben. Oder musstest du hier oben auch neue Sachen noch herfliegen? Na gut, meine kannst du nicht. Nee, meine geht ja nicht, weil du hast ja. Ja. Ernsthaft? Auch bei uns im Plot Sachen verschwunden ständig? Uff. Das ist ja mies. Das ist ja unschön. Achso, das ist weggeballert. Ja, klar, das ist weg. Nee, ich meinte, ich fragte, ob von verschwunden ist, generell. Ja, hier ist gerade nur ein Anzeigefehler bei mir, das ist aber okay. Ich muss mal ein Stück nach unten gerade. Und mich schon mal gerade ausrichten wieder. Basierend an den Streben. Ein bisschen parallel stehe dann. Bist du schon hier oben, Nightjet? Ja. Kannst du kurz gucken? Ich versuch's mal. Stehe ich schräg oder ist dem Frieden, das ist ein Ding schräg? Ist alles schräg. Alles schräg, um Gottes Willen. Thunderdown, schönen guten Abend, grüß dich. Aber wo wir schon alle hier, wo wir alle so schön beisammen sind, ich habe mal im Discord geschrieben, beides. Ah, verdammt. Ich habe mal im Discord geschrieben bezüglich der letzten Folge, der letzten Aufnahmefolge für Starbase. Die würde ich gerne am Montagabend 20:30 machen und mit möglichst vielen Leuten. Egal, ob ihr jetzt noch aktiv Starbase spielt oder nicht, wenn ihr mal Starbase gespielt habt, dann seid ihr herzlich willkommen. Ich möchte schön einen großen Pulk von Leuten, die sich halt eben entweder mit, also ein Teil davon im Voice, mit denen sie schnacken, der Rest kommt einfach noch mit. Der Plan ist es, den ich habe, wir starten alle gemeinsam an dem Plot, wo du landest, wenn du das Spiel beginnst zum ersten Mal, gehen dann die verschiedenen Jobs noch ab, hüpfen dann rüber zu dem Landingpad, wo du deinen ersten Laborer holst. Dann holt sich jeder einen Laborer. Hallo Trainer, grüß dich! Dann holt sich da jeder einen Laborer. Oder fliegt irgendwo mit, wo ein Laborer drauf ist. Und dann fliegen wir rüber zum Marktplatz. Und dann steigt jeder in sein eigenes Schiff und fliegt dann quasi weg. Und während wir das machen, lass uns doch schön Zeit. Hallo Arte! Und während wir das machen, lassen wir uns natürlich schön Zeit, geschmeidig, und schnacken halt eben dann über alles mögliche Starbase. Von wegen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, was habt ihr erreicht, was ist euer Lieblingsschiff, was macht er danach, was kommt als nächstes, etc. etc. Und das soll so eine halbe Stunde habe ich geplant. Halbe Stunde Talkrunde mit ein bisschen Wandern und dann ist quasi Ende Starbase. Wer da mit dabei sein möchte und auf jeden Fall gepinkt werden möchte, damit es nicht vergisst, einfach mal im Discord in dem Beitrag schreiben, in dem Thread schreiben. Ich ping dann alle nochmal gezielt an, die sich da gemeldet haben. Mhm. Mahlzeit. 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 Dreh mal Ticken gegen den Uhrzeigersinn. Ticken gegen den Uhrzeigersinn. Mein ja. Shop ist nebenbei perfekt ausgerichtet anhand von unserem Plot. Echt der jetzt? Genau mit, ja, der ist mittlerweile genau mittig. Aber das ist so schräg. Das ist nicht parallel.
Der ist genau parallel zu den Beams vom Plot. Warte. Ziemlich, ja. Ziemlich mein. Ja, dann. Passt. Okay, dann passt es. Jetzt bin ich exakt ausgerissen nach dem dicken Ding. Ja. Genau, dann bitte diesmal ein Stück höher. Ein Stück höher? Damit du damit du die Plasmabox, die im Eck und die kleinen nicht verschiebst. Höher? Also richtig. Ja. Aber vorwärts. Vorwärts, genau. Richtung. Laser Grid. Genau. Schön langsam. Mhm. Okay, muss das Laser Grid. Stopp, muss das Laser Grid zuerst ausrichten. Da sind jetzt nur anderthalb Endos Platz. Alles klar. Hast du schon erste Besucher gehabt unten beim Narren, oder? Tatsächlich bisher leider noch nicht. Oh, schade. Auch keine Anfragen direkt über Discord oder so? Nee. Eine. Von dem Guide von dir. Ah, okay. Oh, nice. Uhr. Schiff weg. Alles da. Wir hatten gerade nur geladen alles. Setz dich nochmal in Sitz. So, warte mal, dass ich mal eben gucken. Ist unten, ist... Anne, Eier. Also, ein bisschen nach oben kippen. Nach oben kippen? Like so? Ja, rechts ein bisschen. Nein, achso, jetzt bist du im Dings. Ja, okay. passt. So, drehen, stopp. Ja, jetzt nach links strafen. Ja gut, neigt er sich ein bisschen. Das können wir nachher ausrichten, wenn er gerade steht. Ich kann ihn hier gut ausrichten mit dem... Ja, ja. Mit dem Längsdings oben. Wenn der gut steht, dann steht auch mein Schiff gleich gut. Okay. Müsste jetzt mittig sein, ne? Nee. Nicht? Weiter. Du stehst schief. Du musst nach rechts weiter kippen. Drehen. Like so? Ja, genau. Noch weiter? Jetzt bist du ungefähr gerade. Okay, dann los. Und beim Straven neigt er sich wieder leicht. Obwohl, geht. Oh, wow. Das ist aber mit Schwung. Ja, da ich gerade gleich... Nicht gegensteuern. Oh, wenn es rutscht, rutschen lassen. Du hast Platz. So. Okay, noch ein bisschen kippen, glaube ich, wa? Ne, kippen ist gut eigentlich. Lass erstmal. Bisschen weiter noch. Der rutscht. Ja. Noch bewegt er sich. Noch schiebig, ja. Gut. So wow. Sieht ganz gut aus von dir, ja. Okay. Ein bisschen kippen braucht man gar nicht, weil das macht das Schiff von alleine beim nächsten Rennen. Naja. Das sieht gut aus, dankeschön. Und jetzt noch den oberen. Achso, lese das richtig, ja, ne? Ja. Ja, das können wir dann noch ein Stück höher, also ein Mühe würde ich es noch höher setzen. Nee, würde ich gar nicht, dann kommst du dann ans Lesegerät ran, oder? Findest du nicht? Oder höchst wir setzen alle höher. Höchstens vielleicht ein bisschen ausrichten noch, aber sonst. Ah ja, diagonal. Ja. Jetzt kommt das Ding hier, oh Gott. Das Ding ist strafen, ganz scheiß Ding. Sorry, Omi, aber... Macht nichts. Dann fliegen wir den Teller halt so da rein. Ja, ich steh schon parat. Sobald ich weiß, wo oben und... Warte, ich guck mal, dass ich's render. So. Jawohl. Stopp. Der bewegt sich im Stream schon und live bei mir nicht. Wow. Okay, also selbst Stream-Delay ist schneller. Wow. Interessant. Zweite Runde. Stopp. Lass doch mal so gerade. Ja, genau. Jetzt drehen wir noch ein bisschen nach rechts. Oh, ist das geil. Jetzt geht's. Er sieht mich. Ich sehe nichts. Brauchst du auch nicht. Gerade? Stopp. Bleib mal gerade jetzt. Gerade heißt nach unten gucken oder in eine Richtung gucken? Nee. Genau so bleiben. So ist gut, warte. Ich fliege mal ein Stück hier rüber, du siehst mich gleich, vielleicht. Noch sehe ich nichts. Ja, jetzt sehe ich Nigel, ja? Ja, genau, jetzt direkt auf mich zu, bitte. Direkt auf dich zu, aber langsam, nicht? Mhm. Mit Fingerspitzengefühl. Noch einmal mit Gefühl. Wow, ich bin wieder ganz raus. Geil. Raus! Also, ich bin einfach schon Stück hier rüber noch. Stück rüber noch, ja. Jetzt sehe ich nur nicht, wie weit der überm Dings bist. Soll ich mal gucken? Ich guck mal.
Oh, bin schon zu weit, glaube ich. Ich sehe jetzt gerade die Ecke vom Lasergrid. Warte, ich komme mal näher. Ich muss ein Stück zurück. Jetzt habe ich zum Beispiel. Ja, bist du zu weit, genau. Na, reicht doch nicht. Yeah. Jetzt seh ich dich wieder überhaupt nicht bewegen. Nice, nice. Ja, noch ein Stück. Ja, bei mir hängt er gerade im Lasergrid. Wundervoll. Wow, nice. Soft, ich glaube, das bist du, der hier die Probleme macht. Ich? Ich mache gar keine Probleme. Jetzt müsste es aber passen, oder? Höchstens ein bisschen kippen jetzt noch, oder? Keine Ahnung. Also tatsächlich, ich sehe dich im Lasergrid. Also... Ich kann leider derzeit nicht helfen. Wir hatten ja schon Schiffe, die plötzlich an einem Platz stehen, ne? Habe ich im Discord gelesen. Ja. Ja, plötzlich ist relativ. Ich habe ja das Video davon, wie das Schiff dorthin gelangt. Ach, hat die mit gebumst, oder was? Ja, mit Schwung. Ach, dreimal einfach quer durch den Plot. Das sah hier aus, ich sag's dir. Ja, nicht unser Deswegen Fest. Stehen auch alle nicht mehr ganz gerade. Ja, ist ja wie ganz ehrlich. Wie immer. Ist ja nun nicht ganz so wild, ne? Zum Glück habe ich von den ganzen Kleinen die Rechte und konnte die auch verschieben. Das war eigentlich ganz praktisch. Oh, soll ich den Shop vielleicht dann noch ein Stück höher setzen? Wieso? Nö, passt doch. Der bewegt sich nicht, wenn du den anbummst. Ah, er hängt mittendrin. Ich frag gerade noch. Nee, wirklich nicht. Du warst sichtbar bei mir gerade noch unten im Lasergrid. Und dann hingst du plötzlich oben im Store. Okay, cool. Aber macht nichts, ich setze das Store ein Stück höher. Dauert aber, weil Strafe-Geschwindigkeit 1,7 Meter pro Sekunde. Besser als nichts, oder? Hm. Der hinten angebumst. Sowas. Ja, nicht schlimm, um Gottes Willen. Dem Ding passiert ja absolut nichts. Ich meine, das zuckt ein bisschen, das war's. Ja. War da gerade ein Flieger in der Windschutzscheibe? Was? Interessanterweise, der ist leichter wie dein Plasma-Hauler, ne? Gut, ist aber nicht schwer. Kisten sind heftig. 9 Tonnen pro Kiste. Weil die ist ja fast nur Hülle. Und dann auch noch Deko-Hülle, also keine richtigen Platten. Ja, noch schlimmer. Ja, das liegt am Vox-Limit. Also Vox-Limit ist ausgereizt, die Teilemenge ist ausgereizt. Nur Bolzen habe ich noch. Bolzen habe ich noch, ich glaube, 10 oder 15.000 übrig. Schwierig ist halbwegs gut. Ich bin jetzt gerade auf dem Kopf, ich sehe es gerade nicht. Ich kann es ja nicht so wirklich sagen, weil... Leck? Nee, der ist ja letzte Zeit nur so rumgehüpft und... Oh! Triggerster! Dankeschön für den Resub für 41 Monate und damit neuer Boss auch gleich noch. Bams! Schababam, sagt er. Nightshade, guckst du ein bisschen auf mich wegen der Höhe? So nebenbei? Ich steig halt einfach. Ja, komm, reicht. Reicht? Okay. So, ja, das sind so 4 Endos, hätte ich gesagt. Ah ja, okay, das reicht. Tricaster mit jetzt 11.527. Und damit Softies für alle. Ist Midorian da? Midorian, sind Sie da? Wenn ja, gibt es doppelte Softies. Hallo Uldi, grüß dich. In dieser Welt herrschen Liebe und Frieden. Hallo, Uldi. So, Softies at all Bams. Auch Tricaster, auch für dich nochmal. Bitte nochmal schauen, im Discord habe ich einen Thread gepostet. Hast du geschrieben da, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Du hast dich da sogar schon gemeldet bezüglich dem letzten Video. Ja, passt, sieht gut aus. Das Klo ist enough. Ey.
Okay. Muss im Chat also das Wichtige ist. Auf dem Werbeschild im Kreis laufen ist nicht. Ist zu klein. Geht nicht? Ah, verdammt. Literally unplayable. Du nimmst Hinterteil vor meinem Shop. Da hast Platz zum Laufen. Okay, Mädels. Bist du auch im anderen Voice drin, im Discord-Voice von unserem Plot? Oder wollen wir da jetzt generell rübergehen? Oder wie machen wir das? Weil wir haben, ist jetzt quasi unsere aktive Zeit gerade. Oder geht der mit einfach so rein und hat die Ohren offen? Wenn das für dich okay ist, weiß wegen Streamen und so, würde ja. Ich sagen, gehen wir alle zusammen rüber. Ja, das ist immer schwierig, ne? Ich weiß nie, wer das dann reinkommt und Blödsinn macht oder ob der was dagegen hat, dass ich das streame. Also mir wäre es lieber, wenn einer von uns einfach da ist, einfach du Ohren offen hat. Kann man in zwei Voices gleichzeitig sein? Nee, ne? In verschiedenen Servern? Ich glaube nicht, ne? Habe ich noch nie ausprobiert. Ne, ich glaube nicht. An zwei Geräten vermutlich, ja. Das müsste eventuell gehen. Obwohl ich sogar, wenn ich hier am PC, am Voice bin, sehe ich es auch an meinem anderen PC, dass ich gerade in einem Voice-Kanal bin. Also ich vermute, geht nicht mal das. Also wenn er mit zwei... Das geht nur mit zwei Charakteren, ja. Mit zwei Accounts, genau. Genau. Vermutlich würde es mal gehen im Web. Also einmal Discord im Web und einmal Discord auf dem als Dings und dann in verschiedenen Accounts eingeloggt. Das müsste sogar gehen. Ich meine, es ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Wir sind ja da und ihr habt immer nur einen Blick auf den Chat. Ingame-Chat, falls da was ist. Aber ganz ehrlich. Ingame-Chat und ich sehe die Sprachchats von der ESCon. Hab ich auch mit offen. Ah, ist klar. Okay. Also siehst du, wenn da einer reinguckt. Okay. So, Mädels, dann würde ich sagen, lass uns mal gucken. Wir gehen jetzt mal erstmal direkt rüber zu Dings. Zu Duratec. Ne, kennst du nicht Dings? Ich kenne jede Menge Dings. Ja. Duratec war direkt hier. Ne, wo war jetzt Duratec wieder? Wo ist Shopseite? Was? Wo ist Shopseite? Welche Shopseite? Ja, eben. Duratec Shop. Nee. Shopseite ist mein Abschlepper und mein Plasma-Thruster ist Duratec. Mein Plasma-Hauler ist Duratec. Okay. Bundantia. Wo ist denn das Türmchen von Duratec? Das ja. Doch, steht doch da. Sieht man doch. Duratec hat keinen Turm. Ne, ihre Dienstplattform. Ich gerade bescheuert, das sieht die gerade nicht. Duratec hat keine Turmplattform diesmal dabei. Ach hier, der große Flieger ist da, der große Flieger ist da. Ulbranium steht da rum. Jo, bin unterwegs. Warte, ich dass sich die Deutschen immer zusammentummeln. Schlimm, oder? Wie im Urlaub hat er halt meint. Das hat nicht was mit Urlaub zu tun, das ist hier genauso. Wenn du irgendwo Party machen gehst, du triffst immer Gruppen von Deutschen. Immer. Und dann treffen sich die Gruppen von Deutschen und feiern dann gemeinsam. Und ab und zu ist man ihre dabei. Aber nur ab und ab und an. Die Deutschen sind alle irre. Das sowieso. Aber manche mehr als andere. So, dann mal los. Zack. Tür auf. Fangen wir am Dockingring an, ne? Dockingring? Kratzer im Glas, das passt schon. Sind noch mehr Streben. Wo kommen die ganzen Streben her? Wer hat denn die Streben reingebaut? Irgend sowas. So. Römpel. Oh. Hier. Ich hätte einfach nach oben streifen sollen. Vielleicht wäre ich sinnvoller gewesen. Na egal. Gott. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen doof.
Was denn? Nix. Wolltest du was sagen? Nein. Okay. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir, Trigaster. Aber auch massiver Input-Lag wieder. Muss echt aufpassen beim Fliegen. Duratech-Seite ist die Seite von meinem Abschlepper. Also vorsichtig fliegen. Da, wo der komische Zeppelin vorsteht. Genau. Überschwebt. Wessen Zeppelin ist denn genau. Das schon wieder eigentlich? Wo kommt der denn her? Ja. Schau dir an, der ist echt gut geworden. Ich wollte aus der links rausfliegen. Aus den Streben raus. War halt ein bisschen komplizierter. Aber ich habe gerade bis zu 2 Sekunden Input-Lag gerade. Das ist nicht ganz so einfach. So. Dann los. Einmal Cockpit auf und dann mal gucken, was los ist. Den gibt's als Free Blueprint. Okay, cool. Okay, mit Glaskuppel unten zum Fliegen ausgezeichnet. Hat auch so Luken zum Aufmachen, ne? Ja. Ja, genau. Da kommst du dann rein quasi. Kannst dann übers Schlachtfeld fliegen und dann die Endos abwerfen. Alles klar. Luke auf, Endos raus. Besonders schnell ist der, glaube ich, nicht. Oder hat der ein Plasma verbaut drin, einen heimlichen? Es ist ein Luftschiff. Das braucht nicht schnell sein. Hier gibt es eine Cargo Door. Okay. Die Aeronavis. Okay. Wir nennen sie mal kurz die Erna. Da hat er Ressourcenbritschen noch drunter unter der Haube. Okay. Und da ist der Plasma. Alles klar. Okay. Also doch Plasma drin. Dann ist dann doch schnell. Okay. Aber was tut es? Es fliegt nur schnell, oder? Wo hat er drin noch einen Haufen Nachtankgeschichten oder sowas? Ich meine, wenn man schon einen Zeppelin baut, dann macht man logischerweise den kompletten Innenraum voll mit Tanks, dass wenn da mal ein Funke fliegt, da hat der Ding auch richtig detoniert, oder? Da muss es aber auch hier Hindenburg nennen oder so. Ja, ne? Delta Speed Destination. Nö, sieht jetzt nicht so aus, wenn das irgendwie groß Propellant drin wäre oder irgendwelche super Tanks. Nee. Das Hat Ding der noch ein zweites Cockpit? Nö. Dann sehe ich dich nicht. Ich stehe genau da, wo du auch stehst. Cool. Ja, ich sehe dich auf jeden Fall. Du stehst hier rum. Aber gut, ich bin halt gerade unsichtbar. Also ist das oben wirklich nur einmal der Zeppelin mit dem Triebwerk drin und unten die Kanzel. Du hast also, im Grunde hast du ein fliegendes Plasmatriebwerk. Vielleicht ein bisschen overdressed für das Ding, oder? Und wie viele Ringe sind denn das? Das sind ja locker 15 Ringe, oder? Fang hinten an zu laufen und jedes Mal, wenn du hubbelst, zähl einmal. Hubbel? Jeder Hubbel ist ein Thruster. Ein Ring. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, ich fass richtig. 13 Ringe für so ein Ding, was eigentlich nur aus Platten besteht? Ich meine, schnell bist du damit auf jeden Fall, aber vielleicht ein bisschen Overkill, oder? Okay, so. Dann haben wir hier den Plot von Duratech. Wieder mit ihrer schönen Kanzel unten. Die hatten sie letztes Jahr schon, die war super. Mal schauen, ob sie für. Da hat sich jemand ein kostenloses Schwein geholt. Es gibt übrigens kostenlose Schweine. Also, wer Schweine haben möchte. Die kann man sich einfach kostenlos wegholen. Man kann spenden, aber ist nicht notwendig. Hatte eins im Shop. Mein Shop hat es gefressen. Ernsthaft? Yep. Ulbranium ist auch schon zu Hause hier. We are Duratech. Question. Ask in Discord. Interested contact us. Bla. 5241? Kontakt us 5241. Okay. Telefonnummer? Durchwahl. so, da ist der Ausgang, genau. 1, 2, 2. Hier steht auch einer. Was haben wir hier für eins? Ein kleines Schiffchen. Haben auch geupgradet auf Grid-Displays. Genau. Die Alvit. DTX-ATV. Ein Microfighter. Prototyp. Warum fängst du jetzt nicht bei 1 an?
Ist doch hier eins, oder nicht? Eins ist leer. Ach nee, Entschuldigung. Ey! Irgendwas bewegt gerade. Ja. Ulbran, wolltest du gerade aussteigen aus dem Ding und hast versehentlich nicht gedingst? Ich glaube. Der Tagger. Nein, der Nugin. Mugin. Die Nugin? Mugin. Den Nugin. Was ist das, ein Transporter oder was ist das? Ein Tagger. Was ist ein Tagger? Ich würde vermutlich eher.